Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Okay, wir sind weiterhin in diesem Flashback-Kapitel drinne, wo Sam und Nathan in ein Haus eingedrungen sind, wo sie die Notizbücher ihrer Mutter zu finden hoffen. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was das für ein Haus sein soll. Ich dachte zuerst, es wäre das Pfandleihhaus oder das Lagerhaus von einem Pfandleihhaus. Aber irgendwie glaube ich das immer weniger. Fruchtbarkeitstotems. Bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Du bist nie zu alt. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Auf jeden Fall. Ich möchte das Gesicht von demjenigen mal gesehen haben, der das erstes gesehen hat. Du wirst dich auch gedacht Dieser haben, ach Tisch du ist so groß Scheiße. wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das wissen wir hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Okay, Schusswaffen. Jetzt langsam. Ui, Terrakotta-Soldat? Ja. Jetzt sind wir hier in der Waffenabteilung angekommen. Schloss-Büchsen. Noch funktionieren? Nope. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Ui. Was haben wir denn da? Eine Turnierrüstung. Französisch. Okay. Hat Sam noch was dazu zu sagen? Nö, er stellt sich einfach nur davor, wie es aussieht. Na gut. Da führt auch die Treppe nach oben. Hier ist auch was. Ein Drachengong. Ah. Sieht nach Südostasien aus. Mach doch keinen Krach Schwierig. hier. Wer weiß, ob hier nicht noch einer rumläuft. So ganz allein. Abenteuerleben. Verlorene Schätze von Xian? Irgendwie kommt die Frau da drauf mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht woher. Naja. Was haben wir hier noch? Sieh dir das mal an. Kompass, Sonnenuhr. Stell dir vor, du wärst in Seenot. Und nur diese Instrumente entscheiden über Tod oder Rettung. Ja, verrückt. Was haben wir hier? Evelyn, ich bin über die neueste Ausgabe von Adventure Life gestolpert und war ebenso überrascht wie erfreut, dich wieder einmal auf dem Titel zu sehen. Es freut mich, dass du so glücklich aussiehst und immer noch tust, was dir Spaß macht. Obwohl wir getrennt leben, erfüllt mich dein Erfolg immer noch mit Stolz. Im Anhang findest du das Foto von Edmunds Abschlussfeier. Das Beste seiner Klasse. Irgendwas haben wir wohl richtig gemacht. Es würde mich zwar umbringen, wenn er wüsste, dass ich dir das erzähle. Ach, er würde mich umbringen. Aber ich möchte, dass du weißt, dass Edmund am Boden zerstört war, als du entschieden hast, letzten Sommer ohne ihn nach Indien zu reisen. Er ist zu einem tüchtigen und selbstsicheren jungen Mann herangewachsen. Seine Geistesblitze erinnern mich an dich, vor allem der Ausdruck auf seinem Gesicht, direkt bevor ihm ein Licht aufgeht. Und außerdem liebt und bewundert er dich unbeschreiblich. Ich hatte im Laufe der Jahre so meine Probleme und habe dich nie um etwas gebeten. Jetzt bitte ich dich, Edmund auf deine nächste Reise mitzunehmen. Ich weiß, dass es eine Herausforderung wird und du vielleicht nicht so schnell vorankommst wie sonst. Aber eins verspreche ich dir: Du wirst eine Freude empfinden, wie sie niemand sonst in dir entfachen kann. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten großen Fund zu hören. Mach uns weiterhin alle stolz. Herzliche Grüße, Ken. Ach Moment, das Foto könnte ich mir doch noch angucken, oder? Ja, wie jetzt? Einmal zurückgelegt und danach kann ich es mir nie wieder angucken. Na toll. Ach, na gut. Was haben wir hier noch? Ah, da ist etwas. Hey, die haben auch dein Lieblingsbuch. Echt? Welches? Du weißt schon, es heißt Schauplatz der englischen Seeräuber.
Das ist eine frei erfundene Geschichte. Nicht mal der Name des Autors stimmt. Bei Captain Charity? Nee, Charles irgendwas. Erfunden oder nicht? Das sieht nach einer Erstausgabe aus. Ist das dein Ernst? Was für ein Ort, Mann. Wow. Willst du es mitnehmen? Nee, das zerfällt mir nur in meinem Rucksack. Du könntest es verkaufen. Dann bräuchtest du diesen Job nicht. Halten wir uns heute mal an das, was uns bereits gehört. Hast du auch etwas gehört? Das klang so, als ob irgendwo was umgekippt wäre oder jemand einen Schritt getan hätte. Irgendwie ist mir jetzt gerade ganz mulmig. Schöne Musik. Oh, was haben wir hier? Etwas Leben in der Bombe. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. So. Was ja. Davon übrig ist. Genau, zur Hälfte jemand verbrannt. Ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Spoiler doch nicht. Ich will's selber lesen. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Erlauben Sie dem Sarkophag, sich zu dem Seinigen aus Amenhoteps Gruft in unserem Museum zu gesellen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen, schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird. Entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter K. GR Acquisitions. Samurai. Oh. Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Nicht schlecht. Okay. Ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Ich guck noch mal in der Kiste hier oder in dem Karton. Mercurillo. Verdammt. Na. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Die Maya Universität San Carlos de Guatemala. Tja. Noch eine Notiz. Wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. Okay. 8. Juni 1937, meine liebste E. Deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße, A. Earhart. Oder Earhart. Noch irgendwas? Ach so, hier bin ich wieder. Okay, ich habe jetzt einmal eine Runde gemacht. Gut. Dann kann ich ja beruhigt die Treppe raufgehen. So, welche Tür ist jetzt die richtige? Okay, die scheinbar nicht. Gut. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Ach Mist. Ja, und wie kommen wir da rein? Gibt's hier zufällig irgendwo Schlüssel? Oder hast du ein Dietrich-Set dabei? Irgendwie sowas? Wäre jetzt mehr als nützlich. Hey, der Lüftungsschacht, da oben. Okay, ja. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir, du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Hier, sieh dir das an. Was?
Hier oder was? Nein. Aber Hey, da kann ich was ist einen denn der mit deiner Briefe Lampe? Leg lesen? nicht so viel gegen die Fenster. Nope. Was denn? Wo ist er? Wo ist er jetzt hingelaufen? Ach da. Ah. Okay, einmal schieben. Na komm. Hilfst du mal? Ja, lass dir Zeit. Ups. Okay. Was ist das denn? Eine Polaroid. Kamera? Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Tja, Selfie. Verlier's nicht. Oh. Man sieht die Gesichter zwar so gut wie gar nicht, aber trotzdem. Oh. Ah, jetzt wird's schärfer. Jetzt, ja. Ach so, ich müsste es. Ah ja, jetzt kommt's langsam. Na also. Nicht schlecht. Cool. Schütteln, 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 schütteln. Da, 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 da. So. Ja, sieht auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schick aus. Perfekt. Schöne Erinnerung. Okay. Hier oben. Nee, da oben. Oh, ah, ja. Okay. Nicht runterfallen. Nee. Wo soll ich jetzt? Ah, da nach links. Aber, ja. Da ist auch noch was. Hallöchen. Was haben wir hier? Piratenschneekugel. Geil. Ah, schade. Das hätten sie jetzt vielleicht so einführen können, dass wenn man dieses Ding hier auf den Kopf stellt oder schüttelt, dass dann die Schneekugel auch eben anfängt, den Schnee zu verteilen. Das wäre jetzt zu schön, wenn die das als ultimatives Detail da reingefügt hätten. Aber naja. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Egal. So. Schön langsam. Naja. Soll ich jetzt da an den Waffen etwa vorbei? Ach. Na super. Einmal in einem Streitkolben festhalten. So. Einmal hier. Und da sind wir schon. Ist das ein Rauchmelder daneben? Okay, gut. Ich habe auch kurz gedacht, das könnte ein Alarm sein. Wohl eher nicht. Na, da kann ich gar nicht durchgucken. Das ist eine Sackgasse. Oder? Geht's da weiter? Nein, gar nicht. Auch wenn da ein komisches blaues Leuchten auf dem Ding war. Hier auch. Na komm. Auf bitte. Wow. Hupsala. Okay. Okay, bin drin. Ich will die Tür öffnen. Warte. Eine Menge Medikamente oder was ist das? Ich guck mich mal vorher ein bisschen um. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass ich mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche
eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizutragen. Wohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast, aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder, Edmund. Puh. Echt traurig. Was haben wir hier? Ah. Das wird wohl die Familie sein. Uiuiui. Und hier? Ah, der Schlüssel. Oh Mann. Und ist der Herr des Hauses an diesem Bett gestorben? Ist das hier sein Zimmer gewesen? Puh. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Hoffentlich passt der Schlüssel da auch. Tatsächlich. Wow. Oh, Aufzeichnungen zuhauf. Huh. Mal sehen, was wir finden. Ja. Dann mal schön suchen. Was haben wir hier? Kayla Jurkow. Zar Peter der Große und das Bernsteinzimmer. Staatliche Universität Sankt Petersburg. Und hier haben wir Stephen Tremblay, Wikinger-Schätzer aus Vinland, Universität Toronto. Wo sind die Aufzeichnungen von der Mutter von den beiden? Hier vielleicht in dem Karton? Cassandra M. Okay, sind die das? Hast du da was? Das sind sie. Stimmt ja. Da ist auch noch eins. Reichtümer des Paradieses? Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hatte, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangi Savai. Bildunterschrift Joseph Burns. Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen? Und den Brief da, den kann ich nicht den kann ich nicht lesen. Wow, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Okay. Oh, Mist, ich hab's jetzt gar nicht gelesen. Scheiße. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich wollte eigentlich zurückblättern, weil ich den Brief nicht das lesen ist konnte. Mams Handschrift. Scheiße. Nee, die Hände oh, hoch. Alter. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan.
Hä? Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ihr hättet euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Erstmal eine Zigarette anzünden, ja. Also Sie hat... Sie kannten Mom? Ja. Sie hat für mich gearbeitet. Okay. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Oh ja, eindeutig. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Ja. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Genau. Ja, Latein und historische Figuren. Und dieser Spruch war auch auf dem Ring von Sir Francis Drake eingraviert. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Oh ja. Da kommt die Polizei. Ja, also. Wäre vielleicht nett gewesen, wenn sie sie. Ja? Ich regel das mit der Polizei. Okay, danke schön. Ihr habt ja reingefunden. Da dann findet ihr auch allein wieder raus. Ja, habe ich mir gedacht. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Oh, nee, ne, jetzt... Alles okay? Nee, ne. Oh. Heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Hey. 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 Herzinfarkt. Ja, großartig. Ja, toll. Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort.
Meine Güte, ey. Schlimmer kann das Timing echt gar nicht kommen. Schlechter kann das Timing gar nicht sein. Aber das ist wohl auch so ein wiederkehrendes Element. Alter, müsste nicht einer... Müssten die nicht eigentlich voll sichtbar sein, wenn da ein Polizeiauto steht? Uah! Mist. Sam, ich hab dich. Spring einfach. Wo? Ach da. Fuck. Der Schornstein. Komm schon. Ich komme. Eieieiei. Dreck. Oh, das macht Krach. Fuck! Shit, 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 shit. Laufen. Meinst du echt? Alter. Wie die Polizisten uns eigentlich alle schon längst hätten packen können, aber... shit. Hilfe! Wie die einfach nur so dastehen, wie die Gipsfiguren. Hab ich schon. Letzte Warnung. Auf den Boden. Hände über den Kopf. Fertig. Ernsthaft? Nein, 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 nein. Nein, nein. Lass mich, lass mich. Wow. Die Polizisten schaffen es nicht, den kleinen Nathan zu überwältigen. Uff. Was sagt das über die Polizisten aus? Aber die meiste Zeit, da standen die einfach nur mit ihren Taschenlampen da und dachten, wir bleiben stehen wie ein Reh, dem man ins Gesicht leuchtet, oder was? Hilfe! Oder wie wäre es, wenn ihr selber anfangt zu klettern? Mit Räuberleitern und so, wäre auch mal nicht schlecht. Oh Mann, ey. Wie ihr das da wieder rausgeschafft habt, grenzt echt an ein Wunder. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Hä? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären... Nathan und Nathan, Samuel Drake. Vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen.
Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Warum glaubt es, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt? Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und die Legende war geboren. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Hi, Elena. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Der hat immer verdammt viel Glück gehabt. Oder so. Ja. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Tja. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh. Sullivan? Na klar. Sully, kommen. Natürlich. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt. Also wie immer. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dazu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, was für eine Ehefrau, ja. Was? Oh, die Musik im Hintergrund. Nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Ja. Ist immer noch angespannt. Wir wollen also zur Nord. Aber es bessert sich, glaube ich, ja, so langsam. Heimat der Gründer von Libertalia. In guten wie in schlechten Tagen. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Alles klar, wir haben das nächste Kapitel erreicht. Allerdings würde ich sagen, werden wir hier auf jeden Fall den Part beenden. Der ist ja jetzt wieder etwas länger geworden. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!